Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu Rennen Nummer 5 in der TMFL. Heute gibt es das erste Nachtrennen der TMFL auf der wunderschönen Map Mingakreisel. Im letzten Rennen waren wir ja schon sehr erfolgreich mit Platz 6. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier oben mal auf die Infobox klicken und das euch auch mal anschauen. Das hat uns natürlich weiter nach vorne gepusht in der Tabelle auf Platz 7 und wir sind jetzt nur noch knapp 100 Punkte hinter Platz 1. Mit einer weiteren Top 10 Platzierung heute möchten wir jetzt natürlich weiter nach oben pushen in der Tabelle. Ich denke, die Ziele sind klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rennen. Die Strecke sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus. Guck mal, da ist ein Riesenrad. Lange gerade. Oh, das sind Esses. Und los geht's, Freunde. Erkunden wir erstmal ohne unsere Mitstreiter. Okay, das ist auf jeden Fall eine eigene Boxenausfahrt. Okay. Wo geht die Map lang? Links. Okay, 180-Grad-Kurve. Oh, da gibt's Curbs. Okay, ich glaube, ich habe einen kleinen Bug. Ich muss mal entschuldigen. Schlank. Boah, wow, ist das hartes S. Wow. Das ist eine harte Spitzkehre auf jeden Fall. Wieder 180 Grad. Also die Strecke ist auf jeden Fall deutlich schwieriger als die letzte. Auf jeden okay. Fall. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Easy. Okay. Das sind, glaube ich, verschiedene Untergründe sogar. Oh, das fühlt sich ja richtig komisch an, muss ich sagen. Wie viele Runden haben wir denn? Kann sein, dass die Strecke enger ist wie eine normale Strecke. Nee, das nicht. Okay, dann bin ich ein Pipiger. Aber die Strecke ist heftig. Heftige Strecke auf jeden Fall. Also Sechster bin ich. Also es geht auf jeden Fall möglicherweise in die Top Ten. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal eine Probebusrunde fahren soll. Wow. Was hast du für eine Zeit aufgestellt? Warte, ich bin gerade 1,5 Sekunden vorher. Okay, ja, dann. Jetzt ist Key. Nein! Noch, Mann! Also ich habe eine 1.15.4.99. Aber ich sag mal, eine 1.13.0 würde funktionieren, locker. Okay. Ja, also ich habe nur eine 1.15.5, aber ich bin nur 2,6 Sekunden hinter dem ersten. Und der erste ist Bonfire. Okay. Also bei mir fahren sie 4,6 Sekunden schneller. Ja, du bist eindeutig am schwereren Server, was soll ich sagen? Ja, die Jungs hier sind nicht schlecht. So, jetzt kommen wir gleich in die Busriege rein. Toll, alles klar. Genau. Ich kann die Strecke perfekt. Man kann sie nicht besser können. Bis gleich. Okay. 1.81. 1.081 ist gerade Division 1 beste Runde. What? Das ist krank. Platz 10 mit meiner 1.15. Aber 1.13.0 ist möglich. Es wäre Platz 2. Ja, heute wird auf jeden Fall schwer. Eine ganze Runde ausgehen? Bitte? Ob sich in dem Warm-Up eine ganze Runde ausgeht?
So, ein bisschen die warmen Anfahrenreifen. Die Reifen anfahren und wärmen, wollte ich sagen. So. Gehen wir voll dafür, würde ich sagen, oder? Chat? Das war wild. Später Bremspunkt. Okay, das darf nachher nicht passieren. Oh mein Gott, vielleicht muss man da reindriften. Doppelt reindriften. Das wäre eine Idee. Und jetzt geht's los. Legen wir los, Freunde. Fliegende Runde. Qualifying. Ab geht's. Wir sind angebongt. Ich kotz ab. Damit ist die Runde eigentlich schon weg. 08. So, jetzt ist die wichtige Frage hier. Oh, das war nicht schlecht. Vollgas auch durchgekommen. So. Was wird's? 9:14:06. Bin ich zufrieden mit erstmal. Naja. So, es geht los in 15 Sekunden, Freunde. Wir machen es wieder so, dass wir am Anfang die Jungs und Mädels ausschalten. So, es geht los. Wir haben am Anfang die Jungs wieder ausgeschaltet. Damit wir hier uns konzentrieren können beim Fahren. Ab geht's ins Rennen. Wir boxen Runde 10, 20, 29. Und dann dürfte das alles klappen. Wir wollen einfach konstant fahren, am besten ohne Fehler. Und dann ist das Ziel, heute wieder eine Top 10 zu erreichen. Nein, da war schon der erste Fehler mit dem Bonk. Möglicherweise bin ich eine Zehntelsekunde zu spät weggefahren. Okay. Ah, es steht immer noch Start in 0-0. Ich glaube, der Timer hat was. Ja, okay, jetzt geht's los. Alles gut. Okay, wir sind schon in der ersten Runde. So, wir haben natürlich ein bisschen was verloren. So, ich muss mich aber mal ein bisschen hier konzentrieren. Das ist echt eine harte Strecke heute. Ach Mann. So vorsichtig, das ist unglaublich.
Also eine richtige Gruppe vor mir von 5 Autos. Ich habe tatsächlich meinen Platz gehalten in der ersten Runde. Das Let's ist go. Mir auch noch nie passiert. So. Top 10, here we come. Das war knapp. Beinahe einen Fehler gemacht. So. Ich sag mal so, wenn ich fehlerfrei fahre, komme ich, glaube ich, gut unter die Top 10. Ein kleiner Fehler und 8 Plätze verloren. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Boah, ja, ich habe auch gerade einen Fehler gemacht. Okay, aber ich habe schon wieder 5 gewonnen, like wir fahren, glaube ich, alle ineinander. Sehr verwirrend hier mit den Jungs gleichzeitig zu fahren. Ich habe ja die Autos an. Der hat aber gut Speed mitgenommen, doch. Boah, das war von hinten, oben und unten knapp gerade. Kommt einer aber mit gut Speed raus, doch. Also hier ist alles noch sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng alles hier. Das war mit gut Speed rausgekommen aus der Kurve. Haben die Leute so eine schnelle Pace? All over the place. Jetzt bin ich gerade Fünfter, weil 3 Leute einen Fehler gemacht haben. Let's go. Haha, Vermasso mit den Crew Points hier. Tut mir leid, dass ich heute nicht so, oder im Moment nicht so viel mit euch reden kann oder in den Chat schauen kann. Aber das braucht hier meine volle Aufmerksamkeit. Also vor mir fährt direkt Platz 4 und Platz 3. Was ich jetzt gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Alles Mögliche. Oh, Focus SR fährt vor mir. Und die fahren eine ganz andere Linie wie ich durch die Schikane.
So, wir haben uns ein bisschen abgesetzt. Na, die Kurve bei Start und Ziel raff ich noch nicht ganz. Die danach? Ne, die vorher. Okay, ja, bei mir ist es die erste Kurve, die fahre ich so safe. Da ich bremse einfach, um langsamer zu sein. Ich bremse da an den Curbs praktisch. Die Curbs sind mein Bremspunkt. Jetzt habe ich da drauf geschaut, das war so dumm von mir. So, jetzt haben wir Focus SFR oder SR. Oh nein! Oh, das war dumm. Jetzt war ich gerade Vierter und wollte alles haben. Gerade noch völlig überfordert mit dem Schauen. Die Leute machen aber alle mehr Fehler als üblich hier, glaube ich. Ja, safe. Also die Strecke scheint echt krass zu sein. Die Leute machen viele Fehler. Ich habe jetzt einen großen gemacht bisher. Ich sag's dir, fährst du konstant, bist du drin. Das war pervers, die Schikane genommen. Oh, das war knapp. So, da haben wir schon den ersten überrundeten. So, Lap 8 haben wir jetzt. Ein bisschen weit rausgekommen. Ja, die fahren da echt mit viel Risiko hoch, die Jungs. So, der Bus fängt an. Nein. Und einen Riesenfehler gemacht. Da hat's mich erwischt. Ah ja, Bus. Ich bin auch ein Bus. Da lenkt man echt wie ein LKW. So. Noch eine Runde und dann geht's ab in die Box. Aber wenn du einen Bus hast, musst du einfach nur driften wie ein König. Ja, du brauchst auf jeden Fall den Drift, um irgendwie den, wie nennt man das, den Radius zu bekommen. Ja. Dieses Manöver war auch von begrenzter Weisheit. Begrenzter Weisheit. Geil. Boah, die Schikane ist unfahrbar im Bus.
So, Vassalis fährt auf jeden Fall die gleiche Strategie wie ich. Soll jetzt nicht die Boxeneinfahrt verpassen? So. Dann trinken wir mal was. Also man braucht auf jeden Fall Full. So, und ab zurück auf die Strecke. So, Platz 5 sind wir nach dem Boxenstopp. Focus SR hat 8 Sekunden gut gemacht. Aber das war, glaube ich, mehr meinem Fehler geschuldet als allem anderen. Nein, zweiter Riesenfehler. Und stehen geblieben. Das hat richtig gekostet. Richtig gekostet. Ah. Ich bin aber auch schlecht. Siehst du, ich seh's schon so kommen, dass ich das nicht ausgeht und schaue irgendwie zu, wie es passiert, anstatt zu reagieren. Ach Mann, was fahre ich denn gerade zusammen? Viel zu nervös gerade. So, jetzt komm, Konzentration mal. Okay, da waren jetzt erst einige in der Box. Ich habe gerade 10 Leute überholt. Ach Mann, dritter Folgefehler, ey. Mann, Mann, Mann. Ich bin gerade meine schnellste Rennrunde gefahren mit einem Bonk. Sprich, Moin, DJ. Oder gegen mich? Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt auch 3 Riesenfehler gemacht. Ja, ich darf jetzt keinen mehr machen. Das ganze Rennen darf ich jetzt keinen Fehler mehr machen. Sonst war's das mit der Hoffnung, ey. Weil ich sag's dir offen und ehrlich, Platz 3 wäre drin heute. Ah, ich bin so. Gar nicht gut, gar nicht gut. Aber ich sag dir, das kann locker. Wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, wird das locker meine beste Rennversion bisher. Ich darf nur nicht jetzt irgendwie komische Dinge tun. So wie ich. Ja, oder so wie ich sonst auch immer. So. Ich spiele mit Controller. Ich kann jetzt aber nicht so oft in den Chat gucken heute, weil die Strecke verlangt mir echt viel ab. Und ich mache so schon gerade genug Fehler. Und eigentlich ist die Pace da, um in die Top 5 zu fahren.
Oh, ich bin abgehoben in der letzten Kurve. Lul. Persönlich schnellste Rennrunde. 1:12:2. Ja. Was zum Das war so knapp zum Versagen. So. So, jetzt haben wir uns einmal mal einen Platz zurückgeholt hier. Peu à peu arbeiten wir uns jetzt wieder nach vorne. Okay, Platz wieder verloren. Er fährt einfach besser. Ja, den Platz haben wir wieder gewonnen. Das war knapp. Wow, es hat geleckt. Holy Guacamole. Es hat richtig geleckt gerade. So, haben wir noch ein bisschen. Versuche ein bisschen Reifen zu sparen. Dass wir nicht so gleich wieder in den Bus kommen so früh. Das wäre gar nicht so dumm, da hast du recht. Aber es ist halt echt extrem schwierig, hier Reifen zu sparen. Oh no. Oh no. Oh no. Das war ein richtig fetter Fehler, das war der fetteste bisher. Ja, ich habe direkt auch einen gemacht. Aber der 5 platziert auch null. So. Haben wir uns wieder ein paar Plätze zurückgeholt. Let's go. Platz 5, Freunde. Ab geht's. Das war sehr spät gebremst für die Schikane. Ah, gebongt.
hat natürlich ordentlich Zeit gekostet und natürlich ist er jetzt wieder direkt an mir dran. Ich habe jetzt meinen ganzen Fehler wieder eingeholt. Okay. Aber ich bin jetzt Bus. Aber ich bin jetzt Bus. Ja, ich habe auch wieder einen Bus jetzt gleich. Genau vor der Schikane natürlich. You're running out of fuel. Also ich fight hier gerade um Platz 5 mit einem. So, eine Runde müssen wir noch. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. Ach, das ist hier Meth wieder, der hier vor mir fährt. Den hatten wir ja letzte Runde, letztes Rennen schon vor uns. Eigentlich wollte ich in die Box fahren, jetzt fahre ich noch eine Runde mehr. Naja, whatever. Es geht sich hier aus. Oh, CM hat einen Fehler gemacht. Oh, ich auch. So, der erste Teil meiner Runde war BB-Base trotz Bus. Krass. Aber ja, bei der ersten Schikane ist das natürlich weg. Das ist jetzt zu erwarten. Boah, Alter, ist das krank mit dem Bus. Also das ist echt unfahrbar mit dem Bus, die Strecke. So, zum Glück ab in die Box jetzt, Freunde. Puh. So, erstmal herzlich willkommen alle drei. Moin DJ. Ich hoffe, ihr hattet alle ein geiles Wochenende. Wir ziehen hier voll durch. Suchen hier die Top 10 eigentlich und wenn möglich die Top 5. So, Sechser angeblich. Und jetzt haben wir gesagt, gehen wir Runde 29. Das letzte Mal in die Box, ne? Ist jetzt wieder ungewohnt, wenn das Auto lenkt. Ah, Scheiße! Mann! Der übliche Fehler nach der Box. Ja, ja, ja. Bei mir auch. Richtig unnötig. Okay, also ich hoffe, da fahren jetzt noch einige in die Box, sonst habe ich ein kleines Problem. Nein, Start und Ziel, das hat mega gekostet. Ach Mann. Vielleicht nur vom Gas gehen? Ist auch nicht. Auch nicht so gut. Bin ich auch schon mal besser gefahren, die Kurve.
Ich habe einfach zu wenig gebremst in der, das erste Mal wieder in der Schikane. Nach der Box. So, davon fahren wieder welche. Ich weiß nicht, ob die praktisch direkt vor mir sind oder nicht. Was sind das da für Linien, die ich da auf einmal fahre? Die habe ich da sonst nicht so. Was für Linsen du da fahrst? Ist ja, ohne wieder. Spaß. Das ist Linsen mit Senf, Alter. Linsen mit Senf. Boah, und wieder Leck, Alter. So, jo, da hat einer absoluten Fehler gemacht. War aber keiner, der vor mir war. Kommt 11 Sekunden kein Auto, ne? Holunder, moin! Warum fährst du nicht? Was ist los mit dir? Geile Strecke, Holunder. Mensch. Und du bist nicht dabei heute, oder was? Wer erster, dann Game Crash. Oh no, wie unlucky. Aber ich habe hier auch mega viele Lags, ey. Vielleicht hast du mir ja noch den ein oder anderen Tipp. Ja, großes F an Holunder. Dann kannst du dir mal meine Linse hier angucken. Ob die okay ist. Ich bremse hier. Tipp einmal die Bremse an in der Schikane, um durchzukommen. Alter, da fährt einer eine 1-10, ey. Das ist so brutal. So. Full. Irgendwas Full Speed habe ich gelesen. So, der nach der Startziel Full Speed, die Wand geradeaus. Echt? Welche Kurve meinst du denn? Zähl ruhig die Kurven aus. Ich habe gerade meine schnellste Rennrunde um 1,5 Sekunden geschlagen. Ja, siehst du mal. Wie? Das habe ich mich bei der 1.12.2 auch gefragt. Einmal schon wieder Position erkunden. Na, no, angedotzt, unnötig. Ah ja, und das war's dann mit dem Gutmachen. Scheiße. Kurve 1. Meinst du einfach an der Wand entlang prügeln oder wie? Boah. Ab wann in die Wand rein? Weil frontal sollst du ja nicht rein. Ich trau mich nicht. Holunder, ich trau mich nicht. Das ist aber nicht erlaubt, oder?
Nein! Mann! Ich krieg ja auch diese Hochkurve hier nicht. Krieg ich nicht. Vielen Dank, Holunder. Sie machen nur noch zu viele Fehler. Vielen Dank, Zwillicht, für alles. Mach's gut, wir sehen uns später. Jojo, hau rein. Ciao, ciao. Ich bin am Joken. Ich traue mich nicht, Holunder, da die Wand entlang zu fahren. Ich bin ehrlich zu dir. Ich habe Angst, dass ich zu sehr bonke. Weil ich das nicht so kann wie du. Aber was hältst du jetzt von der Taktik, Runde 29 reinzufahren und dann zu Ende zu fahren? Was meinst du? Gute Taktik, schlechte Taktik? Meinst du mich? Nee, ich meine Holunder gerade. Okay. Boah, das war knapp. Okay, Holunder schreibt Yo, dann machen wir das so. Wir fahren in 29 rein. Nein. Boah, wieder Leck. Kranken Leck gehabt, ey. Ich meine, vielleicht mache ich 28 schon, ne? You're running out of fuel. So, jetzt haben wir wieder eine LKW-Lenkung hier. Zehntel vorne als Bus. Nice. Krass. So, ich fahre jetzt rein. Ich habe das Gefühl, ich hätte die Haarnadelkurve. So, dann mache ich. Warte mal, lass mal rechnen. 9 Runden. Ich mache trotzdem voll. Oder? Holunder mache ich trotzdem. Ja, komm, ich mache trotzdem voll. Perfekt rausgefahren. So, let's go. So, 6er. Vielleicht schaffen wir es noch in die Top 5. Das wäre der Traum. 23 Sekunden auf Meth.
Ich glaube, der muss nochmal in die Box. So, jetzt nicht die obligatorischen Fehler nach der Box machen. Das wäre ganz gut. Ich mache genau denselben Fehler wieder, den ich immer mache, wenn ich aus der Box fahre. Na, ich bin hängen geblieben! So, Meth war im Pit. Jetzt sind wir Fünfter. Let's go. Jetzt müssen wir es nur zu Ende fahren. Die Kurve werde ich bis heute nicht checken. Das darf nicht wahr sein. Ich hasse diese Kurve. 10 Sekunden auf den vierten. Das werde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Das darf nicht wahr sein. Wir waren... Oh Mann, ey. Wir haben bis auf 6 Sekunden aufgeholt gehabt. Auf den vierten. Wieder ein Leck. Scheiße. Jetzt habe ich direkt Colisée im Nacken. Der ist natürlich vorbeigezogen jetzt. Mit dem Riesenfehler. Aber fahrerisch kann ich den locker wegmachen. Was ist denn das? Das ist doch unglaublich. Das war ein Bug, glaube ich. Ich bin da gar nicht dagegen gefahren. Das gibt's in Reddit. Aber er hat auch einen Fehler gemacht. Gut. Let's go. Und Vierter. Let's go, Freunde. Noch 5 Runden. Ich kann diese Kurve nicht mehr. Ich kann sie nicht. No slide.
Das war gut. Das war absolut kacke. Und ich bin absolut nervös jetzt, warum auch immer. So, hinter mir ist mal 25 Sekunden keiner. Mir ist schon schlecht vor Aufregung, Freunde. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Den hole ich jetzt nicht mehr. Wir holen auf. Wenn Vaza vorhin vorne einen Fehler macht, sind wir da. Oh mein Gott, die geht voll. Nein, Start und Ziel gebongt. No way. Fuck. Okay, okay, okay. CMath hat auch einen Fehler gemacht. Das heißt, es reicht. Noch sind wir Vierter. Entspannt runterfahren. Herr Holunder, hast du absolut recht. Zwei Runden. Entspannt runterfahren. Let's go. Sicherheitshalber fahren. No! Ein Riesenleck! Ein Riesenleck! Unnötig! Ja, und da ist er natürlich. Und da ist der nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ob das nötig war, der Leck, ey. Das ist unglaublich. Mann! Nein! Ach Mann, so ein Scheißleck, ey! Ach, leck mich doch! Und nochmal. Und nochmal! Ach, jetzt bin ich tilt! Ach, komm schon, ey! So ein Schwachsinn, Alter. Richtig weggeschmissen einfach. 14 Punkte einfach weggeschmissen. Oh Mann. Freunde, Freunde, Freunde. Das war so gut gefahren eigentlich. Mann. Also die Pace ist da. Okay, siebter Platz. Wir wollten Top 10 sein, aber Top 4 wäre geil gewesen, ey. Ach. Rundenzeitentechnisch sind die anderen wieder vor uns, das ist klar. Die fahren besser, fahren schneller. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht.
Also ich bin, ja, wir sind Siebter, aber ich bin nicht zufrieden mit dem Rennen. Bin ich nicht. Bin ich absolut nicht. Scheiße, ey. Heidi, wie ist bei dir gelaufen? Ja, das zweitbeste Rennen diese Saison. Ja, das ist doch schon mal ein Wort. 20. In der letzten Runde noch den 19. weggehauen, aber ja, das ist ja dann auch schon falsch. Unfassbar. So, Siebter tut jetzt noch weh, weil du da weiter vorne warst, aber wenn du ein paar Stunden auf die Punkte schaust, geht's dir wieder besser. Ja, Holunda, du hast natürlich recht. Es ist halt ärgerlich. Wisst ihr, du gibst alles über 36 Runden, gibst du alles und dann kommt so ein Leck und verhagelt dir das ganze Rennen, weil du komplett die Geschwindigkeit verlierst für die Geraden und alles drum und dran. Ah, das ist so... Meine Güte. Aber war ein gutes Rennen. Oh, CM hat einen Fehler gemacht. Oh, ich auch.